So, hallo, wir machen weiter. Bei Legend of the... Hä? Bei WarioWare. Ich habe ewig kein... Hä? Wie komme ich jetzt auf Zelda? Wenn ich Isaac gesagt hätte, hätte ich es verstanden. Habe ich gerade irgendwo Zelda gelesen? Wo habe ich gerade hingeschaut, dass ich auf Zelda gekommen bin? Ich bin verwirrt. Ich meine, da vorne steht zwar die Spieleschachtel von Breath of the Wild, aber da habe ich nicht hingeguckt. Okay, keine Ahnung. Wir sind jedenfalls hier, haben letztes Mal die drei Level hier außenrum gemacht und jetzt machen wir noch das nächste Level von Jimmy T. Das ist so unser, ich nenne ihn mal Afro-DJ, weil er ist DJ und er hat einen Afro. Und ja, würde sagen, wir legen los. Der hat auch immer ganz coole Sachen gehabt im Original. Wir gucken mal, was er hier hat. Bei ihm geht es offenbar um Supporto. Insofern, let's go. Gebt dem Video übrigens gerne einen Daumen nach oben, wenn ihr mal kurz die Zeit dafür habt. Es ist eigentlich, will man es nicht immer extra dazu sagen, aber es ist algorithmustechnisch und so halt schon hilfreich. Hä, was ist denn hier los? Voll dunkel und langweilig. Ich finde es grausig. Ah, Dr. Krüger hat im Dunkeln Angst. Zu solch irrationalen Gefühlen bin ich gar nicht imstande. Hallo? Hallo, jemand zu Hause? Wow. Liebe Güte. Liebe Güte, ich hatte es geahnt. Oh yeah. Oh, yeah. Ich wusste es einfach schon vorher. Oh yeah! Jimmy T. Jimmy T. Ob auf der Tanzfläche oder beim Training. Dieser Disco-König hat stets coole Moves parat. Yo, yo, yo. Oh, okay. Er ist so ein Dash in alle Richtungen, oder wie sehe ich das? Ach so. Ja, praktisch ein Dash in alle Richtungen. Alles klar, Jimmy. Und, aber ansonsten kann er sich nicht bewegen. Okay, das wird ja auch sehr interessant. Ach nö, mein schöner Dancefloor. Hör zu, das kriegen wir wieder hin. Wir müssen uns nur diese Spielbugs vorknöpfen. Yeah, gegen meine Dance-Moves haben die kleinen Disco-Muffel keine Chance. Okay, wir spielen mit Kat und Anna. Wir spielen mit Ashley, weil die immer so viel Bock hat. Und wir spielen mit... Wen hatten wir denn schon lange nicht mehr? 9 Volt hatten wir schon lange nicht mehr. Jetzt wird gegroovt. Jawohl, Jimmy, jawohl. So machen wir das. Musik an! Let's go! Aufpumpen!
Okay, wohin? Wie? Ja, aber ich kann ja nur auf der einen Seite. Okay, ah, das ist... Mit ihm ist immer ganz gefährlich, weil er fährt hin und her und man kann es nicht stoppen. Man kann immer nur nach oben schießen. Okay, das kriegen wir hin. Falsche Richtung! Ach, Ashley! Okay. Achso, ich muss den Korb bewegen. Okay, alles klar. Ah, okay. Einfach die Gefahr entfernen. Der Beat wird schneller. Der Beat wird schneller. Treffer verhindern. Du triffst nicht. Warum auch immer du nicht treffen darfst. Du darfst nicht treffen. Yay. In der Luft halten. Oh boy. Ja, bei ihm ist das doch... Oh, bei ihm ist das doch richtig kritisch. Oh mein Gott. Nein, die andere Richtung. Okay. Weg frei machen. Von was? Ach so, hier. Ah, okay, die hätten dahin gemusst. Einholen. Speedrun. Raus mit dem Ball. Jawohl. Ausweichen. Du triffst mich nicht. Eins noch, dann kommt der Boss. Okay, da, der hat einen Ball in der Hand. Ball, 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 Ball. Sehr schön. Das heißt für uns Boss-Time. Vielleicht schaffen wir es ja mit einem Leben. Ich glaube es nicht, aber vielleicht schaffen wir es ja. Okay, was muss ich tun? Beim Klettern helfen. Gott, das ist ja... Das sieht nicht gut aus, was ich hier treibe. Das sieht gar nicht gut aus, was ich hier treibe, aber wir sind gleich oben. Halte durch, mein Freund. Oh mein Gott, ja. Das hätte ich nicht gedacht, dass das hinhaut. Mit dieser Kombination. Aber schön, hat funktioniert. Prima. Haha, so ist alles groovy. Okay, Jimmy. Okay. So, wer ist die nächste Person? Oder die nächste Personen? Man weiß es ja nicht. Ich überlege gerade, ob mir noch jemand einfällt, der... Ah, wir sind schon beim Remix beim nächsten. Aber da ist ja oben noch was. Okay, aber hey, ist in Ordnung. Remix Nummer 2. Let's go. Aber oben war ja noch was? Wie kommt man denn da hin? Oder ist das einfach nur Deko? Noch eine Lore, da fahren wir doch glatt mit. Hä, ist die etwa schon besetzt? Ich habe ein ungutes Gefühl. Vergessen wir die Lore. Mir nach. Hey. 5 Volt? Sind die Charaktere neu oder gibt's die schon und ich kenne die einfach nur noch nicht, weil die vielleicht in irgendeiner Wii-Version dazugekommen, in irgendeiner Wii U-Version dazugekommen sind. Ist ein Mädel vom Bild oben, oder? Hey, 9 Volt! Oh,
5 Volt ist einfach die Mama von 9 Volt und 18 Volt, oder was? So nicht. So geht das nicht. Was fällt dir ein, einfach ganz allein durch die Gegend zu tigern? Oh je, wenn ich mich aufrege, werde ich immer so müde. Boah, was geht denn mit deiner Mutti und mit deiner anderen Mutti? Ich glaube, die verlässt irgendwie ihren Körper, wenn sie träumt. Ach nee, das nenne ich einmal abgefahren. What? 5 Volt, die kenne ich echt nicht. Die Mutter von 9 Volt ist richtig lieb, ist die Wutzi packt, dann kann sie einem echt Angst machen. Okay. Sie warbt sich zu ihrem Geist und löst eine Schockwelle aus. Okay. Oha, das wird ja... Das wird ja wild. Ja, alles klar. Glaube ich. Bereit? Wenn ihr es seid, geben wir alles. Ja, dann machen wir doch die Familie mal vollständig. Und noch... Mona. Ich bin gespannt. Jetzt geht's auf. Ausweichen. Ach, ich hätte an dem... Ja, ich hab's gerade gesehen. Das starten wir nochmal neu. Aber bei, okay. Vertreiben. Das war cool. Also er ist mit einer der schwersten Charaktere, weil man bei ihm halt wirklich sehr schnell agieren muss. Und es sonst nicht nachziehen kann. Okay, es muss als erstes die kleine Kugel hin. Und dann die... Oh mein Gott. Und dann die große Kugel. Falsche Richtung. Ihr macht es alle falsch. In den Korb. Okay. Achso, ich kann ja nur schießen. Ich mach das. Befreien. Okay, den Schmetterling angreifen, befreit ihn auch. Sehr schön. Jetzt mal schneller. Nein. Ernten. Ja. Juhu. Zünden. Grandios. Zu treten geben. Nein. Nein, ich, die muss doch... Wie soll ich denn die Zunge hochmachen? Hä? Wie soll ich denn mit ihr die Zunge hochmachen? Die ist sehr ungünstig für diese Geschichte. Also ist ja auch Glück, welche Charaktere man bei welcher Mission bekommt. Ne? Okay. Nein! Oh Gott, gerade so. Okay, sehr schön. Nein, andere Richtung muss die Kugel dahin. Jawohl. Oh, gerade so. Ausweichen. Ja, einfach rüber. Easy. Okay, das ist mit ihm wiederum sehr einfach. Also es gibt immer, man muss immer Glück haben. Das ist mit ihm auch sehr einfach. Da ist er genau der Richtige für. Ich mach das. Weg mit SU. Nice. Voll einfach. Für Treffer sorgen. Ah, nee, der muss ja zuschlagen. Ach, verdammt, der andere muss ja zuschlagen. Okay, mit ihr ist das auch einfach. Zu einfach. Ausbalancieren. Okay. Genau so.
Ich hatte ein bisschen Bedenken, dass die Schockwelle zu viel kaputt macht, aber es war okay. So, 2 Level noch bis zum Boss. Ah, das muss man so ein bisschen, okay, verstanden. Ja, der Ball. Oh, noch kein Boss. Noch kein Boss. Nein, du musst den Ring... Oh mein Gott. Grad so. Boss, okay, bei 18. 2 Leben. Was müssen wir tun? Oha. Ach, das jetzt mit ihm, mit dem Geist, okay. Oh, shish. Saft pressen. Nein, nichts verschütten. What? Seit wann gibt's die denn? Dann ist man instant tot, wenn die Biene kommt. Oh mein Gott, das wird kritisch. Oh mein Gott, das wird richtig kritisch. Saft pressen. Nein, nichts verschütten. Nein, das ist da drüben. Jetzt fährt der das Ding. Okay, ich kann dich auch killen. Ah, das Ding fährt einfach irgendwo anders hin. Ah, okay. Ich verstehe jetzt, wie das mit dem Verschütten gemeint ist. Man kann da sozusagen auch zu viel drauf machen. Und wenn man zu viel macht, dann kippt es da so hoch. Und dann kriegt der da seine Krise. Aber wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Nice. Ich hab's verstanden. Besser als das letzte Mal. Uff. Das war aufregend. Haha, war das nicht ein Riesenspaß? Das ist ihre Stimme. Keine Ahnung. Ist egal. 5 Volt ist jetzt mit dabei. Die kannte ich echt noch nicht. Ja, aber was ist jetzt mit dem Zeug da oben? Das ist doch... Ach, das geht auch nur darüber. Ach so. Und da kommt Wario wieder. Mischmasch, okay. Da würde ich doch sagen, let's go in den Mischmasch. Okay, es ist ein Ende in Sicht. Das hier ist der letzte Level, den ich gemacht habe. Oh nein, extreme Fehlerdichte. Oha. Ah, was ist das denn? Hey! Ah, das Ding kapert meinem Level. Wir müssen was unternehmen. Meine Stimme. Yeah, da hast du recht. Aber das Teil sah nicht wie ein normaler Spielberg aus, was? Oh, 5 Leute jetzt. Okay, also wir nehmen auf jeden Fall Wario mit rein. Das ist klar. Mona hätte ich gern dabei. Krygor. Orbulon. Ashley. Ach, das war schon. Okay. Alles schon vollständig. Ja, dann schauen wir mal, was abgeht. Alles klar. Let's go.
Okay. Alles klar. Na dann gucken wir mal. Okay, man musste das irgendwie so spiegelmäßig steuern. Das war komisch. Ah, der erste muss fallen, oder was? Zu langsam. Code einstellen. 2, 3, 2. Ausweichen. Ah, jetzt hier drin oder was? Oha. Oh, das war nicht gut. Nase finden. Das war ja interessant. Also man muss jetzt auch hier mitten in dem Abschnitt was machen, okay? Fädeln und ziehen. Ah, verstanden. Ich bin dabei. Gewinnen. Stein. Okay, Wario. Abtransportieren. Weg mit dir. Ausweichen. Ja, das ist für die sehr einfach. Grabbelhand da. Weg mit dir. Okay. Yay! Diamant einsammeln! Achso, ich muss durch den da gehen. Gerade so geschafft. Aufschnüren. Okay. Fangen! Ah, hätte ich den vorher. Okay. Den Deckel wegmachen müssen wahrscheinlich. Razzo. Ah, weil das umfällt. Okay, jetzt muss ich da wieder aufpassen. Wow, das war knapp. Was heißt das denn? Achso, dass der landet vernünftig, okay. Okay. Was? Verstanden. Zu spät. Okay. Ich würde sagen, wir starten es nochmal, weil ich glaube, einige Leben kann ich schon besser machen. Wir machen hier keinen Continue. Hoch damit! Code einstellen. 2, 1. Nein! 4! 4! Uff. Okay, das wissen wir, wie das geht. Ausweichen. Okay, das ist jetzt mit ihm sehr einfach. Ja, kein Problem. Domino-Effekt. Okay, diesmal aber. Sehr schön. Nase finden. Ja, das meinte ich mit, wir werden die Leben diesmal besser hinbekommen. Nein, hoch! Jawohl, sehr schön. Ach, da waren Stacheln an denen. Okay, verstanden. Diamant einsammeln. Der ist wieder durch den blauen. Sehr gut. Okay, ab dafür. Das hat man vorhin schon. Sehr schön. Hinein. Na,
geh doch durch. Oh, das habe ich das letzte Mal geschafft, diesmal nicht. Okay. Mario muss siegen. Mario! Oh. Beide verloren. Ups. Richtig antworten. Im Ozean unterwegs ist ein Boot. Diesmal aber. Okay, diesmal habe ich ihn. Jawohl. Easy. Das ist für ihn genau gemacht. Gut. Krüger kriegt den Boss, okay. Ich dachte, Wario würde ihn bekommen, aber okay. Hinterher. Okay, dann sausen wir mal durch die Welt. Ist ja wie für ihn gemacht hier. Ich komme nicht runter. Jetzt. Das war komisch. Alter, hallo. Und nü? Das ist ein Gesicht. Ich wollte gerade sagen. Ah, das ist ein Klodeckel. Okay, also ich sehe, woher was kommt. Und wir wollen nicht im Klo. Scheiße. Okay, ich will aber nochmal von vorne starten. Dieses Continue-Ding, ganz ehrlich, das ist wieder diese Spielpolitik, dass man alles möglichst einfach machen muss. Das sehe ich nicht. Das nützen wir nicht. Das nutzen wir einfach nicht. Machen wir nicht. Das gäbe es im alten WarioWare, gäbe es sowas nicht. Insofern, nö, mache ich nicht. Machen wir einfach nicht. Wir kriegen das mit 4 Leben hin. Wir kriegen das mit 4 Leben hin. Ausweichen. Oh boy. Code einstellen. Okay, 2. 1. Easy. Hoch damit. Nein, die Goldkette. Oh Mann, das war mit dem Obolus-Ding Obolus einfacher. Scheiße. Abtransportieren. Okay, diesmal aber. Stopp! Oh, nicht hinterher, Wario. Nicht hinterher. Das könnte jetzt ein bisschen kritisch werden mit einem übrigen Leben, Nudel. Diamant einsammeln. Das ist diesmal diese Röhre hier. Boah, gerade so. Okay, diesmal aber wieder. Ich habe das Schild vorhin nicht gesehen. Ausweichen. Ja, das ist für ihn auch super einfach. Lücke finden. Ease. Richtig antworten. An Land unterwegs. Ja, das Auto da. Also halt, Fahrzeug. Auto. Abreißen. Ups, Auto. Upsi. Gewinnen.
Easy. Nein, andersrum! Oh mein Gott, Mona. Ashley. Das war nicht so gut, Ashley. Das machen wir, glaube ich, gleich nochmal. Nase finden. Domino-Effekt. Okay, diesmal aber. What? Das hat nicht funktioniert. Aber wenn man dann einen anderen hat, ist das echt schwierig. Oh mein Gott, das ist echt schwierig, wenn man da einen anderen Charakter hat als das UFO. Aber hey, wir üben. Okay. Das dürfte mit jedem Charakter relativ einfach sein. Code einstellen. 4. Na, geh halt hoch. 1 passt schon. 2. Ich bin dabei. Tür aufschließen. Jesus. Das ist so verwirrend. Yay. Diamant einsammeln. Lila, gell? Natürlich. Hinein. Sehr schön. Gewinnen. Easy. Na gut. Abtransportieren. Das dürfte mit ihr auch easy sein. Jawohl, sehr schön. Platzen lassen. Oh, ich hatte schon wieder Bedenken, dass ich mit ihm da reinkrache gleich. Ausweichen. Okay, mit Mario dürfte das auch recht simpel sein. Einfach weg mit dem Feuer. Lücke finden. Easy. Bereit. Abreißen. Ausweichen. Okay. Sie ist eigentlich recht schnell. Es müsste eigentlich funktionieren. Ja, sehr gut. Angleichen. Jawohl. Oh, Mission geschafft. Ich habe mal wieder irgendwas mit Mona geschafft, was ich nicht weiß, aber was es war. An Land ist immer noch das Ding da hier. Oh, jetzt hat Mona den Boss. Ah, interessant. Also der Boss ist hier auch komplett zufällig, wer den bekommt. Hinterher. Aber mit Mona könnte das sogar einfacher sein, tatsächlich. Ja, mit Mona ist das deutlich angenehmer. Lul. Schon hier. Okay. Also, wir wissen Bescheid. Wir müssen nur ausweichen. Das ist mit ihr jetzt echt einfacher zu steuern. Da haben wir eigentlich Glück mit ihr. Die Toilette saugt mich zwar ein, aber ich muss ja nur auf die Pfeile achten. Aber ich muss schon relativ schnell auf die Pfeile achten. Fangen. Was? Wie fangen? Ich dachte jetzt, wo der Pfeil ist, muss ich fangen. Das war offensichtlich nicht der Fall. Hinterher. Ah, das ist die Mini-Toilette und das ist dann die Mama-Toilette oder sowas. Oder halt die Papa-Toilette, ist ja egal. Wobei, ich glaube, die sah eher weiblich aus, die Person. Also die Toilette. Person ist okay, ja. Ja, mit ihm ist das auch sehr simpel. Ja, doch, das ist... Es wirkt weiblich, sagen wir es so. Ausweichen. Muss ich dann vielleicht das Ding da rausfangen oder so? Keine Ahnung. Erstmal wieder ausweichen, okay.
Ich dachte halt bei Fangen und dann kommt ein Pfeil, dass ich diesmal dorthin muss, aber das musste ich halt scheinbar nicht. Ja, was heißt Fangen? Ach so! Das Ding kommt hoch und dann fange ich das. Okay, alles klar. Und jetzt kämpfen wir gegen ihn hier, oder was? Löcher stopfen. Okay. Meinetwegen. Das war ja wild. Okay, jetzt entwischst du uns nicht mehr, Kollege. Oh yeah, die Fehler verdünnisieren sich. Hey! Hey, aber was machen wir nur mit diesem riesigen Bug? Gar nichts, würde ich einfach mal sagen. Ist gar kein so übles Kerlchen, er hat mein Level noch viel fieser gemacht. Piep, piep, danke. Was ist denn da? Keine Ahnung, wie ich dich gesprochen habe. Was ist denn das da? Nein. Der Wario-Gott. Ahaha. Ich bin der Entwickler. Der Wächter dieses Spiels sozusagen. Ich war es, der euch alle mit hier hereingezogen hat. Ja, ich. Was? Was? Der Entwickler? Stimmt das wirklich? Ja. Ja. Und doch, als die Bugs erschienen, blieb mir nichts anderes übrig, als euch alle herzuholen. Ahaha, dank euch. Danke auch, dass ihr sie platt gemacht habt. Nach Hause geht's dann übrigens hier lang. Grufen wir heimwärts. Ja. Ja, aber kommt jederzeit wieder, wenn ihr nochmal spielen wollt. Okay. Okay, Abmarsch. Auch wenn ich das Gefühl habe, da war noch was. Jawohl. Dann haben wir vermutlich den Storyteil durch. Wir sind zurück. Wo kamen denn all die Bugs her? Okay, Teil 2 der Story beginnt wohl. Der Filmende ist jetzt jederzeit verfügbar. Im Hauptmenü wurde das Potpourri freigeschaltet. Ach, jetzt geht's in die Richtung. Alles klar. Wir werden sehen, was uns noch hier erwartet. Danke fürs Zuschauen. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Oder schreibt lieber einen netten Kommentar. Das ist auch cool. Und tschüss.